Hallo meine Lieben, ich dachte, ich mache heute mal ein Video, wo ich euch so Tipps und Tricks mitgebe, die ich gerne anders gemacht hätte oder vor der Strafstation gewusst hätte. Deshalb würde ich sagen, fangen wir mal an. Also mein Eindruck von der Strafstation, beginnen wir gleich mal am Anfang damit, ist, dass es tatsächlich wesentlich weniger überschaubar ist, wesentlich mehr Spontanität abverlangt und planungstechnisch wirklich mitunter ein bisschen seine Tücken hat. Also deshalb würde ich auch gleich anfangen für alle, die bald ins Referendariat starten oder vielleicht schon in der Zivilstation sind und die Strafstation als nächstes haben, dass ihr euch schon mal in eine Sitzung reinsetzt. Was meine ich damit und wieso? Ich war tatsächlich noch nie vorher in einer strafrechtlichen Handlung, da ich meine Praktika halt eher am Zivilgericht, am Familiengericht und am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gemacht habe. Und deshalb war mir das so gar nicht klar, was genau da jetzt auf einen zukommt. Das Problem ist allerdings, dass der strafrechtliche Einführungslehrgang, zumindest in Brandenburg, geht halt nur 2 Wochen. Und da hat man auch wirklich jeden Tag eine Veranstaltung von morgens an. Was bedeutet, da hast du noch gar nicht so die Möglichkeit, dich in eine Verhandlung reinzusetzen, was wir zum Beispiel im Zivilrecht, haben wir das mal in einer Gruppe gemacht, um uns einfach mal schon mal eine Verhandlung anzuschauen und da so ein bisschen mit reinzukommen. Aber die Zeit hast du halt in der Strafstation nicht. Und es kann halt dazu führen, dass einige von uns wurden halt direkt in der ersten Woche nach dem Einführungslehrgang eingesetzt in den Sitzungsdienst und dann stehst du da und weißt halt gar nicht genau, was dich erwartet, was an sich jetzt alles nicht schlimm ist. Aber es bringt einem halt schon so ein bisschen, finde ich, eine innere Ruhe, wenn du weißt, was dich da erwartet, wann du aufstehen musst und vielleicht auch schon mal dich mit der Tatsache abfindest, dass viele Angeklagten auch tatsächlich nicht kommen und was du dann beantragst und wie das alles so abläuft. Deshalb würde ich jedem auf jeden Fall empfehlen, geht vorher schon mal in eine Verhandlung, bevor ihr in die Strafstation kommt. Beim Einführungslehrgang habt ihr definitiv dafür keine Zeit mehr. Und der Sitzungsdienst kommt schneller als gedacht. Aber kommen wir zum zweiten Punkt. Ihr müsst keine Angst haben vor dem Sitzungsdienst. Ich weiß gerade, das klang ein bisschen anders. Aber ich habe jetzt wirklich schon einige Sitzungsdienste hinter mir. Und das ist tatsächlich, also man steht da in Robe und keiner zweifelt von einem die Kompetenz an. Also weder die Anwälte noch die Richter oder auch nicht die Angeklagten sind da, also zumindest bisher bei mir, unhöflich gewesen. Und auch die Zeugen sind überaus zuvorkommend und kommen einem mit Respekt entgegen und zweifeln auch nicht die Kompetenz an. Wovor ich tatsächlich am Anfang ein bisschen Angst hatte, da ich dachte vielleicht, wenn man da den Strafverteidigern begegnet, dass sie so ein bisschen auf Krawall gebürstet sind. Aber die sind tatsächlich bisher zumindest alle wirklich nett gewesen und da kam es auch den Pflichtverteidigern oder auch den Wahlverteidigern überhaupt nicht darauf an, jetzt die Staatsanwaltschaft runterzumachen oder da irgendwas anzuzweifeln, was man da sagt oder auch wie man manche Sachen rechtlich würdigt, sondern sie versuchen halt das Beste für ihren Mandanten rauszubekommen und das ist ja auch ihr Job, aber sie fallen einem nicht ins Wort oder zweifeln die Kompetenz an oder etc. Und gerade die Richter, also ich hatte jetzt auch Glück, dass ich zweimal bei einer Richterin auf Probe war, die ja quasi auch relativ frisch vom zweiten Examen kam und sich noch total mit reinversetzen konnte und auch in den Pausen mir Tipps und Tricks fürs Referendariat mitgegeben hat, was ich unglaublich beruhigend zum einen fand und auch wirklich einfach nett und die Atmosphäre war auch nicht so dramatisch, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich muss gestehen, ich hatte am Anfang wirklich sehr Angst, da ich halt, wie gesagt, noch nie vorher selbst in einer Strafrechtsverhandlung saß. Was passiert, wenn jetzt etwas ganz Unvorhergesehenes in der Verhandlung passiert, was ja immer mal vorkommen kann? Weil in den Handakten, die man nur mitbekommt, da ist wirklich nicht so viel drin, wie man vielleicht annehmen sollte. Da ist eine Anklage drin, man hat einen aktuellen Auszug vom Bundeszentralregister, man hat man hat noch den Eröffnungsbeschluss drin und wenn es gut kommt, hat man noch so ein paar Zeugen oder Polizeivermerke drin. Wenn es um Straßenverkehrsdelikte geht, hat man auch noch einen Auszug vom Vereignungsregister drin, aber man hat nicht die Ermittlungsakte. Also man weiß mitunter gar nicht, also man weiß, dass die Zeugen geladen sind, aber man weiß gar nicht wozu. Also wozu die genau eine Aussage jetzt machen können. Und da muss man relativ spontan drauf eingehen. Und deshalb
sollte sich da irgendwas Unvorhergesehenes ereignen, was absolut möglich ist, ist bei mir auch schon mehrfach passiert, dass ein Regelbeispiel zum Beispiel angeklagt wurde, aber am Ende hat sich herausgestellt, dass es überhaupt nicht so war, wie es sich aus den Akten ergeben hat. Deshalb kann es auch mal dazu kommen, dass man den Eildienst anruft. Eigentlich ist es so, dass man seinen Ausbilder versucht anzurufen, aber es kann ja auch sein, das war bei meiner ersten Verhandlung tatsächlich auch der Fall, dass der Ausbilder entweder selbst im Sitzungsdienst eingeteilt ist, im Urlaub ist oder vielleicht gerade einfach nicht rangeht. Und natürlich kann man ja da nicht ewig warten. Und also bei uns in Brandenburg ist es zumindest so, dass auf jeden Fall, wenn man einstellen möchte, muss man den Eildienst anrufen. Es kann aber auch bei anderen Sachen vorkommen, zum Beispiel wenn, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es nicht selten vorkommt, dass die Angeklagten nicht erscheinen. Wenn sie verteidigt sind, kann man dann trotzdem einen Strafbefehl bis zu einem Jahr, aber auch nur auf Bewährung, beantragen. Man kann natürlich auch eine Geldstrafe beantragen im Strafbefehl, aber also bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich eigentlich abgesprochen hatte, mit meinem Ausbilder eine Haftstrafe zu beantragen und dann kam der Angeklagte nicht. Ja gut, was soll man da machen? Also ich habe dann den Eildienst angerufen und die waren super nett und zuvorkommend. Ich durfte denen alles schildern und dann haben wir uns gemeinsam quasi eine Lösung überlegt, wie ich damit jetzt umgehen soll. Und dann gibt's halt die Möglichkeit, entweder trotzdem Strafbefehl einfach mit einer längeren Bewährungszeit zum Beispiel zu machen oder man kann auch einen Haftbefehl nach 112 beantragen, wenn zum Beispiel Fluchtgefahr besteht, weil man vielleicht Anhaltspunkte hat, dass der Angeklagte weggelaufen ist und halt einfach gar nicht mehr greifbar ist. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich will hier nur nochmal dafür sensibilisieren, habt keine Angst vor dem Eildienst. Also wirklich, die sind super lieb und ihr müsst euch da auch wirklich gar keinen Stress machen. Also die haben die Erfahrung und wenn ihr irgendeine Frage habt und euch da nicht sicher seid, bevor ihr was Falsches beantragt, sage ich mal, hättet lieber nochmal Rücksprache und dann wird das schon. Jede Frage freut mich übrigens immer total. Also ich wurde gefragt, was nehme ich denn überhaupt zu meinem Sitzungsdienst mit? Also dadurch, dass der Sitzungsdienst mitunter auch relativ lang gehen kann. Also mein kürzester Sitzungsdienst, da hatte ich tatsächlich 4 Verfahren an dem Tag, aber mein längster, da hatte ich 9 und das zieht sich dann halt wirklich den ganzen Tag. Deshalb unbedingt Essen und Trinken nicht vergessen, weil mitunter ist man bei irgendeinem Amtsgericht, sagen wir, ganz weit draußen und da gibt's jetzt nicht überall was, wo man sich mal schnell einen Snack holen kann. Also auf jeden Fall Essen und Trinken nicht vergessen. Und also ich habe auch jedes Mal die Kommentare mit, den StPO-Kommentar, den StGB-Kommentar, natürlich auch mein Gesetz und dann habe ich auch Stift und Papier und meinen Laptop mit, weil ich selber schreibe meistens am Laptop mit und es war bisher auch überhaupt kein Problem, aber es kam tatsächlich schon mal zu der Situation, dass ein Pflichtverteidiger weder Stift noch Zettel bei hatte und super dankbar war, dass ich ihm da was ausborgen konnte. Und da ist doch dann das Klima auch schon mal ein ganz anderes, wenn man da jemandem ein bisschen aushelfen konnte. Deshalb würde ich das auch immer empfehlen, einfach mitzunehmen. Und das ist jetzt keine Werbung, aber das habe ich von einer Freundin empfohlen bekommen. Gerade am Anfang ist man sich ja nicht so sicher, wie man manche Anträge formuliert. Und da gibt's halt so kleine Bücher, Skripte. Man kann sich's natürlich auch rausschreiben. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, gerade wenn es um das präzise Formulieren von Anträgen geht. Hier sind halt einige Beispiele schon dabei. Und auch, wie man eine gute Beweiswürdigung macht, also was dafür, sag ich mal, Adjektive fallen sollen, also dass es lebensnah ist, detailreich, dass derjenige nicht im Lager des Angeklagten stand und auch viele weitere Floskeln, sag ich mal. Das ist einfach so ein kleiner Anhaltspunkt, wenn man mal sich unsicher ist, dass man da einfach mal reingucken kann. Und gerade bei den Straßenverkehrsdelikten ist es mitunter, also war das bei mir tatsächlich schon ein bisschen hilfreich, also ich habe es mir rausgeschrieben, aber da reinzuschauen schadet bestimmt nicht oder auch in jedes andere Buch. Da gibt's schon einiges auf dem Markt, sag ich mal, wo man so ein paar konkrete Beispiele für die Formulierung von Anträgen sich rausziehen kann. Dann kommen wir jetzt dazu, zu dem Themenkomplex, sag ich mal, was macht man, wenn man bei seinem Ausbilder ist? Also das sind alles Staatsanwälte und die haben
super viel zu tun, denen man zugewiesen ist, die aber selbst schon genug zu tun hätten eigentlich. Und deshalb setzen sie halt auch viele Sachen so ein bisschen voraus. Also die Aufgabe ist meistens, dass man Anklagen schreiben soll oder auch Einstellungsverfügungen. Oft ist es so, dass man aber tatsächlich nur anklagereife Sachen bekommt und die dann quasi abarbeiten soll. Und der Ausbilder bespricht auch mit einem, wenn man im Sitzungsdienst eingeteilt wurde, bekommt man von ihm seine Handakten und man bespricht dann auch, was man so beantragen würde. Und uns allen in der AG ist aufgefallen, dass sie schon ein sehr detailliertes Wissen die meisten voraussetzen, gerade was Gesamtstrafenbildung angeht oder auch gerade bei den Straßenverkehrsdelikten, wann eine Fahrerlaubnisentziehung noch geboten ist und so Besonderheiten, was passiert, wenn die Polizei die Fahrerlaubnis nicht direkt eingezogen hat und 6 Monate aber bereits vergangen sind, bis es dann zum Prozess kommt und ob man es dann noch einziehen kann oder in den meisten Fällen halt leider nicht, wann ein Pflichtverteidiger geboten ist und einfach generell so praxisnahe Sachen werden da schon sehr vorausgesetzt. Und dadurch, dass man ja auch, also halt wirklich auch nur 2 Wochen Einführungslehrgang hat, wissen die meisten halt viele Sachen auch gar nicht so, was die Ausbilder allerdings trotzdem voraussetzen. Und deshalb lasst euch da nicht unterkriegen und das ging uns allen so. Also wir haben in der AG auch mal drüber gesprochen. Das liegt da nicht an euch, sondern weil ihr ja erst am Anfang der Station seid und da auch einfach noch ganz viel lernt. Um nochmal darauf zurückzukommen, zu den Anklagen, die man schreibt. Es ist häufig so, dass die ersten Abgaben zwar schon gelaufen sind, aber im Laufe der Station muss man halt ganz, ganz viele Anklagen schreiben. Und man ist ja auch oft in den Sitzungsdienst eingeteilt. Und deshalb habe ich es mir so gemacht, auch so ein bisschen als Arbeitserleichterung, dass ich mir von den Sitzungsdiensten, wo ich ja die Anklagen habe und auch vorlesen muss von erfahrenen Staatsanwälten, mir da so ein paar Vorlagen rausgeschrieben habe, also natürlich anonymisiert, aber wie man zum Beispiel eine Urkundenfälschung, Betrug oder was auch immer da von den Sitzungsdiensten einen ereilt, sind sehr häufig auch die Sachen, wo man selbst irgendwann mal eine Anklage zu schreiben soll. Und deshalb als kleinen Tipp, wenn ihr die ersten Sitzungsakten habt, dann könnt ihr euch ja schon mal das Abstraktum und die Art und Weise, wie das Konkretum formuliert wurde, so ein bisschen rausschreiben. Kommen wir nun zum letzten Thema, und zwar, was mich persönlich auch sehr interessiert hätte und mir viel Zeit beim Googlen erspart hätte, war, was genau ist dieses ominöse ABC-Gutachten, was man ja in der Klausur schreibt. Also, ziemlich schnell hört man ja, das A-Gutachten ist das materiellrechtliche Gutachten, wie im ersten Examen, der B-Teil ist das Prozessuale, der C-Teil ist dann die Anklage oder die Einstellungsverfügung. Das ist auch ganz richtig, aber trotzdem fiel es mir unglaublich schwer, richtig einordnen zu können, was jetzt in welchen Teil genau gehört. Also, weil das materiellrechtliche Gutachten ist zum Teil wie im ersten Examen, also ist jetzt nicht komplett anders. Aber man beginnt halt schon damit, mit der Prüfung, dass man da halt prüft, ob zu dem Zeitpunkt, nennt man denjenigen auch noch Beschuldigten, sich hinreichend tatverdächtig gemacht hat. Also ob eine Verurteilungschance von 51% quasi besteht. Und dann prüft man halt ganz normal die Delikte tatsächlich wie im ersten Examen, aber man nimmt direkt an den konkreten Tatbestandsmerkmal, nimmt man dann auch schon die Beweiswürdigung und Beweisverwertung vor. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu ergänzen. Und das A-Gutachten endet dann auch immer mit dem Gesamtergebnis und den Konkurrenzen. Und darauf folgt dann das B-Gutachten. Und das B-Gutachten ist ja das prozessuale oder verfahrensrechtliche Gutachten. Und das beinhaltet immer, wo klage ich überhaupt an? Also sachlich wie auch örtlich, ist es jetzt eine Schwurgerichtssache oder klagst du es beim Einzelrichter an? Das gehört auch alles ins verfahrensrechtliche Gutachten in den ersten Punkt quasi. Beim zweiten Punkt geht es dann darum, ist ein Pflichtverteidiger bestellt oder hat sich der Beschuldigte bereits einen Wahlverteidiger gesucht? Ist es überhaupt ein Delikt, wo eine Pflichtverteidigung notwendig ist? Das gehört alles in Punkt 2.
In Punkt 3 muss man dann immer was zur Haftentscheidung sagen. Also bei uns in der Klausur war es zum Beispiel jemand, der sich allerlei Brandstiftungsdelikte und versuchten Mordes verdächtig gemacht hat. Und der saß dann auch bereits in Untersuchungshaft und dazu musste man dann was sagen. Und in Punkt 4 wird dann immer was zu irgendwelchen Einziehungssachen, also zum Beispiel irgendwelchen Tatmitteln, die dafür genutzt wurden und so gesagt. Und im C-Gutachten, da geht's dann an die Anklage und das ist auch das, was ihr die ganze Zeit bei eurem Ausbilder macht und auch die ganze Zeit vorlest in euren Sitzungsdiensten. Also da hat man, finde ich zumindest, dann schon eine kleine Routine eigentlich entwickelt gehabt. Ich kann nur ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ein Zeitproblem. Also ich weiß nicht, ob es jetzt nur daran lag, dass ich noch nicht so viel mit den Kommentaren gearbeitet habe, dass ich mich da schon so dran gewöhnt habe, dass ich wusste, dass es schnell und leicht geht, woran ich definitiv selbst noch sehr arbeiten muss. Aber ich hatte zum Beispiel überhaupt nicht ansatzweise irgendwo eine Möglichkeit, was die Zeit anging, mal in einem Kommentar nachzuschlagen. Also das ist zwar ganz schön, dass man da die Möglichkeit hat, aber zeittechnisch sind die Klausuren schon ganz schöne Rennfahrerklausuren gefühlt. Also da muss man wirklich sich ranhalten, damit man alles schafft. Und ich persönlich habe es jetzt so gemacht, dass ich als erstes das A-Gutachten gemacht habe, dann die Anklage geschrieben habe, weil das ja auch so ein bisschen der letzte Eindruck ist, den man dann bei seinem Korrektor hinterlässt und das B-Gutachten tatsächlich zum Schluss gemacht habe, mir aber natürlich vorher schon meine Gedanken darum gemacht habe. Also ich wusste, dass das beim versuchten Mord ans Schwurgericht geht und habe es aber halt noch nicht schön aufgeschrieben fürs B-Gutachten. Das habe ich tatsächlich erst zum Schluss gemacht, als ich auch die wenigste Zeit hatte. Genau, das kann ich euch vielleicht auch noch so als Tipp mitgeben. Nur weil es bei mir gut funktioniert hat, heißt es zwangsläufig nicht, dass es bei euch auch so funktioniert. Aber ich fand es ganz hilfreich, da so ranzugehen. Das war's jetzt auch mit meinen Tipps und Tricks. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und ich hoffe, es gefällt euch. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, wie ihr da seht. Und folgt mir auch super gerne. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen. Und am Mittwoch gibt's natürlich auch wieder einen Weekly Vlog, wo ich euch mitnehme durch meinen Alltag im Rechtsreferendariat in der Strafstation. Und dann hoffe ich, sehen wir uns da wieder. Bye.